Hey, ihr lustigen Knusperschnecken. Ja, in dieser Folge wird definitiv mehr gelaufen als Rad gefahren. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ihr seht jetzt das Intro und dann sehen wir uns danach wieder. Hey, ihr lustigen Knusperschnecken. Ja, wie man unschwer erkennen kann, befinde ich mich nicht in Berlin, sondern im sonnigen Malaga hier. Wie ihr seht, überall schöne Palmen. Da links hinter dem Restaurant ist auch schon das Meer. Ja, heute fahre ich alleine Fahrrad, denn Laura ist mit ihrer Mutti unterwegs und Lauras Papa, mit dem ich eigentlich Fahrrad fahren wollte, der hat heute den ein oder anderen Termin. Das heißt, ich bin auf mich alleine gestellt und guck mal, was ich heute so mache. Ich habe mir schon in Berlin so eine kleine Strecke zusammengefummelt, knapp ja, 30, 40 Kilometer mit knapp 1500 Höhenmetern. Das heißt, ich fahre jetzt hier erstmal noch ein bisschen am Meer entlang und da vorne bei diesem Containerhafen, man kennt es vielleicht an den Krähen, da geht es dann auch schon rechts hoch in die Berge. Ob das alles so klappt, werden wir dann natürlich im Laufe dieser Folge herausfinden. Ich habe das Basic Bike natürlich mit, relativ dünne Reifen, wie ihr seht. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Jetzt aber nicht so viel schnattern. Weiter huschen und dann ab in die Berge. Los geht's. So, ein kleines Stückchen bin ich jetzt schon gefahren, natürlich auch schon von der Strecke abgewichen. Eigentlich soll ich da hinten irgendwo in der Stadt rumfahren. Ja, möchte ich aber nicht. Hier vorne gibt es so einen kleinen Kanal, da husche ich jetzt gleich runter und gucke, dass ich dem folgen kann. Der bringt mich nämlich auch mehr oder weniger in die Richtung, wo ich hin möchte. Aber hier hole ich mir jetzt erstmal ein Bier, denn ich habe mir überlegt, dass ich, wenn ich oben auf dem Berg angekommen bin, vielleicht ein Bier trinken will, vielleicht auch zwei. Aber nicht so viel schnattern, Bier kaufen, ab auf dem Kanal und weiter geht's. Jetzt, soweit es geht, diesem Flussbett, Kanalding gefolgt. Da, man sieht es vielleicht, so ein großes Betonteil, da kommt das Wasser raus, wenn dieser riesige Staudamm offen ist. Ja, meine Strecke ist irgendwo hier. Allerdings stehe ich jetzt vor der Herausforderung, hier irgendwie runter zu kraxeln. Ich bin nämlich, ja, man wird es wahrscheinlich nicht sehen, von der Strecke so ein bisschen weg. Aber in der Theorie, auf der anderen Seite von dieser Schnellstraße, Autobahn, was auch immer das ist, sollte die Strecke da sein. Das heißt, ich versuche jetzt irgendwie, ja, heile runter zu huschen, springen, tauchen, wie auch immer. Und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie da hinten wieder auf den Trail kommen. Also, nicht so viel schnattern, weiter huschen. Je nachdem ich diese Mauer da runtergehüpft bin, bin ich dem Kanal noch ein bisschen gefolgt und dadurch ein, zwei dunkle Tunnel gefahren und mehr oder weniger bei so ein paar Dudes durchs Wohnzimmer. Ja, das wurde dann ein bisschen unheimlich. Ich hatte auch kein Licht dabei, ich hätte echt Bock gehabt, da irgendwie noch länger durchzufahren, aber ohne Licht und mit den sketchy Typen, ha, naja, war mir das ein bisschen bammelig, deswegen habe ich dann wieder umgedreht, bin dann da wieder ein Stückchen zurückgefahren und dann oben einmal über so eine Bundesstraße und dann war ich eigentlich auch schon wieder auf dem Trail, habe dann aber gesehen, der Tunnel kann nur vielleicht 100 Meter oder so lang gewesen sein, denn da kam er wieder raus, also hätte ich schon machen können, aber ja, wie gesagt, ich war zu bammelig. Oh, so, nach etwas Gewusel bin ich mehr oder weniger wieder auf dem Trail. Der muss irgendwo da oben sein. Hier konnte ich eben nicht durch dieses Tal abkürzen. Jetzt gibt es hier aber dieses Staudammteil. Ihr seht, da geht es ganz schön runter. Das heißt, ich laufe nicht hier auf der Fläche, sondern da unten, damit ich mir auch nicht wehtue. Ja, und dann noch ein bisschen Rechts-Links-Kombination. Heute bin ich da vorne, hoffentlich auch schon wieder auf dem Trail. Aber nicht so viel schneller, ihr kennt es, weiter huschen. Oh, so, ja, keine 100 Meter gefahren. Ihr seht, da vorne, da ist dieses Staudammteil. Habe ich mir gerade einen Platten gefahren. Eigentlich ist da Tubeless Milch drin. Hat
nichts gemacht. Ich habe so ein Dart mit. Ich hoffe, dass das Loch nicht zu groß ist und dass ich das Loch halbwegs geflickt bekomme. Denn ich, cleverer Fuchs, habe natürlich keinen Schlauch mitgenommen. Ja, aber bei dem Geröll, ich lege das Fahrrad mal kurz ab. Ihr seht ja, es ist alles hier ganz schön steiniger Scheiß und hier sind überall so dornige Büsche. Ich denke mal, dass das irgendwie sowas gewesen sein wird. Aber ja, ich guck mal, dass ich das wieder zusammengefummelt bekomme und dann trinke ich vielleicht auch erstmal ein Bier. Aber schauen wir mal, Fahrrad fixen und dann weiter geht's. So, Problem gefunden. Und zwar hier, da man sieht es, da wo es feucht ist, hier ist ein riesiger Schnitt in der Karkasse. Das war also wahrscheinlich keine Dorne, sondern irgendein spitzer Stein. Ja, ich habe jetzt ein bisschen gepumpt, die Luft kommt immer wieder raus. Ja, ein bisschen problematisch. Ich hoffe, dass ich das jetzt mit so einem Dart gefixt bekomme. Wenn nicht, muss ich die ganze Scheiße zurücklaufen. Ich meine, Schlauch würde da jetzt auch nicht viel helfen, er würde sich durch das Loch durchdrücken. Ja, aber schauen wir mal, ich bin noch zuversichtlich. Ich habe ja auch zwei Bier dabei. Aber ja, ich stopfe jetzt erstmal diesen Dart da rein, dann gucken wir, ob das funktioniert. Und dann huschen wir hoffentlich weiter. Gucken wir mal. So, der Dart ist drin. Pumpen wir mal und gucken, ob das Ding funktioniert. Das sind übrigens die Darts von Stance. Meiner Meinung nach die besten. Ich habe auch noch hier so andere bei, diese Gummidinger. Die finde ich aber nicht so geil. Aber pumpen wir und hoffen, dass das funktioniert. Oh, so, ich habe jetzt auch mal das Vorderrad hier rausgenommen und mir den Schnitt etwas genauer anguckt. Ihr seht, mein Finger drückt sich da durch. Das heißt, das Ding ist halt richtig, richtig aufgeschnitten. Jetzt versuche ich mal hier irgendwie so einen Flicken vielleicht von der Innenseite gegenzukleben und dann hoffe ich, dass das funktioniert. Aber man sieht das vielleicht auch hier die Milch. Ja, man sieht es nicht. Aber die Milch ist total eingetrocknet. Gut, das ist definitiv ein Anwenderfehler meinerseits. Ich hätte die vielleicht auch mal tauschen sollen. Ich glaube, man soll ja so einmal im Jahr die da rausholen. Die ist ja total verklumpt. Da konnte gar nichts mehr irgendwie das Loch flicken. Aber es heißt, dass ich gleich auf alle Fälle auch mal ein bisschen Luft hinten rauslasse, falls ich das hier repariert bekomme. Denn ich glaube, es war auch dem Druck der Reifen zu schulden, dass das hier jetzt nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Aber ja, ich packe jetzt meinen Flicken drauf, dann trinke ich ein Bier, dann rauche ich eine Pusterette und dann pushe ich hier hoffentlich diesen Trail weiter hoch. Und ganz ehrlich, zur Not schiebe ich das Fahrrad halt den Trail lang und schaffe die Route irgendwie zu Fuß. Hikeboy kann ich ja nach dem Atlas Mountain Race. Ja, jetzt aber nicht so viel schnattern. Ich versuche das hier mal zu flicken und dann geht's hoffentlich weiter hier den Trail lang. Also, los geht's. So, ich habe mittlerweile alles versucht. Mehrere Probleme. Der Flicken scheint zu halten auf der Innenseite, also das ist cool, das Loch ist sozusagen weg. Das Problem ist, dass ich den Reifen ja irgendwie von der Felge zu dem Teil runterkriegen musste. Ja, ich habe aber nur eine kleine Handpumpe dabei, das heißt, ich kriege den Tubeless-Reifen nicht mehr auf die Felge gesprengt. Und ich, Experte, habe natürlich keinen Schlauch mitgenommen. Ja, das heißt, ich fummel das jetzt erstmal irgendwie alles zusammen, dann laufe ich hier ein bisschen den Berg hoch und dann laufe ich hier vielleicht einfach einen Kreis und dann geht es auch einfach wieder zurück in die Stadt und dann gucke ich mal, ob ich einen Bus springe oder so. Wie ihr seht, habe ich mir schon ein Bier aufgemacht. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber ganz klarer Anwenderfehler. Ja, ich schnurpsel jetzt mein Bier zu Ende. Ich habe wirklich alles gegeben und dann wandern wir einfach mal eine Runde. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also nicht so viel schnattern, Bier leer trinken, Vorderrad wieder rein und dann losgelaufen, wa? Das miese Ding wird es gewesen sein hier. Safe war das der, ey. Irgendwo hier. Huh. Okay, ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen. Weiter geht's. So, ich habe mir jetzt bei Google Maps einen Fahrradladen rausgesucht. Da husche ich jetzt mal hin und hoffe, dass der auf hat. Es waren nämlich keine Öffnungszeiten bei Google hinterlegt. Und hier, ihr seht es vielleicht da vorne, dieser kleine Ein- und Ausgang von dem Kanal, da sind wir eben lang gelaufen. Also ich war eben gar nicht so weit weg vom Trail. Ja, ich weiß jetzt aber auch, dass man hier nicht weiterfahren kann. Ja, hoffen wir einfach mal, dass der Radladen mir helfen kann und einen Schlauch da hat oder vielleicht einen neuen Mantel. Obwohl, ich brauche auf jeden Fall einen neuen Mantel. Es macht gar keinen Sinn, mit dem Ding so weiterzufahren, was sehr schade ist, weil der Kinderreifen echt geil ist. Ja, aber bei den spitzen Steinen, ich glaube, da hätte jeder Reifen aufgegeben. Ja, laufen wir einfach mal weiter und hoffen, dass der Radladen mir helfen kann. Los geht's! Da ist dieser Radladen. Ja, Überraschung. Der hat zu. Der Reifen ist natürlich auch immer noch platt. Das heißt,
Ich laufe jetzt einfach mal in diese Richtung weiter und gucke, dass ich irgendwie einen anderen Radladen finde. Bisher ist es ganz schön warm, ist es auch. Ich will mich ja nicht beschweren. Also, weiter geht's. Oh, so, ich bin wieder eine Weile gelaufen und der Akku der GoPro ist gerade leer gegangen, als ich das hier erzählen wollte. Ja, ich war noch bei dem anderen Radladen, der hatte leider auch zu. Und da vorne sieht man es vielleicht, da ist ein Schild, auf dem steht Decathlon. Das heißt, ich hoffe, dass ich hier einen Schlauch bekomme, am besten zwei, und einen neuen Mantel. Und hier, die Straße, bin ich damals, als ich von Madrid nach Malaga gefahren bin, mitten in der Nacht nach Malaga reingefahren. Video dazu blende ich euch mal hier irgendwo ein. Ist ganz sehenswert, ist jetzt aber auch bestimmt schon 5-6 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Ich bin damals echt total abgekocht, da hier die Straße runtergerutscht. Aber nicht so viel schnattern, ich springe mal auf die Rolltreppe und dann hoffen wir, dass ich irgendwie hier einen neuen Mantel bekomme und einen neuen Schlauch, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. So, wie ihr seht, ich rolle wieder, es hat alles hervorragend funktioniert. So richtig geil sitzt der Reifen nicht auf der Felge, ist jetzt aber nicht so dramatisch. Das mache ich nachher bei Lauras Eltern. Da habe ich dann eine große Standpumpe, womit ich das machen kann. Ich hätte das gerne im Decathlon gemacht, aber ich weiß nicht, ob die keine Lust oder keinen Bock auf mich hatten oder eine Mischung aus beiden oder die mich einfach doof fanden. Jedenfalls standen die direkt vor so einer kleinen Standpumpe, einer normalen Standpumpe. Die wollten sie mir einfach nicht geben. Vielleicht ist es auch die Sprachbarriere, weil ich spreche dann einfach kein Spanisch und die beiden Persönchen sprachen auch kein Englisch. Naja, ist ja jetzt ja auch egal. Das Bier, was ich hinten drin habe, das trinken wir jetzt gemeinsam am Wasser. Das heißt, wir huschen jetzt Richtung Meer, setzen uns dahin. Ob es da so viele Aufnahmen unterwegs gibt, weiß ich nicht, weil wie gesagt, der GoPro-Akku ist leer. Das heißt, wir machen es mit dem Handy, aber nicht so viel schnattern, ab zum Meer huschen. So, ich bin am Meer angekommen, trinke jetzt ein Bier und dann muss ich mich auch schon ein bisschen beeilen, denn ich muss mir noch was Vernünftiges anziehen und dann gleich hier wieder in die Stadt fahren, denn da treffe ich Laura, ihre Eltern und dann gehen wir Abendessen. Ja, Tour war nicht so wie geplant, weil trotzdem Abenteuer. Morgen machen wir das Ganze dann nochmal. Ich habe noch ein paar Routen geplant, die ein bisschen ähnlich sind oder sich zumindest alle an diesem Kanal lang orientieren. Ja, müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt auf alle Fälle genug Flickzeug und Reifen und Schläuche und all diese Sachen, die man braucht, um nicht mehr diese Probleme zu haben, die ich heute hatte. Ich hatte zwar bei Decathlon ja diese Schläuche gekauft und nochmal Reifenheber und Flickzeug. Das war mir dann aber doch zu bammelig, damit irgendwie weiterzufahren. Deswegen haben wir am nächsten Tag den Mantel nochmal gewechselt und dann lief das Ganze eigentlich schon wieder ganz gut. Das ist auch wieder ein Kendermantel und der Radladen um die Ecke konnte da auch tatkräftig mit dem Kompressor unterstützen, den Reifen da wieder drauf zu machen. Denn das irgendwie ohne so einen Kompressor oder eine vernünftige Pumpe wäre, glaube ich, ein ganz schöner Kampf geworden. Ist jetzt aber wieder tubeless, fährt super, keine Probleme. Ja, muss ich mal gucken, ob ich die Reifen jetzt wieder aneinander anpasse, denn vorne ist es jetzt braun und hinten schwarz. Braun gefällt mir eigentlich ganz gut. Ansonsten hat das Fahrrad sehr gut durchgehalten. Auch die Übersetzung hat super geklappt. Also es waren ein paar echt miese, steile Passagen bei, aber eigentlich konnte man überall hochfahren. Und das sage ich mal, was ich geschoben bin. Ja, das hätten andere Leute auch nicht hochfahren können. Ich glaube, es hätte niemand hochfahren können. Also insofern hat das alles ganz gut geklappt. Ich hatte jetzt auch einen kürzeren Vorbau montiert. Ich hatte vorher einen 90er, jetzt ist es ein 80er. Ist ganz angenehm, fand ich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie sitze ich dann doch besser drauf, habe ich festgestellt. Ja, ansonsten habe ich eigentlich auch nur einmal die Kette geölt und dann lief das die ganze Zeit. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Das heißt, wir probieren das morgen nochmal. Wir hatten auch den Plan da hinten, ich weiß nicht, ob man das sieht, auf diesen Berg zu fahren. Das haben wir schon mal probiert, aber es ist einfach super ätzend, durch die Stadt zu huschen. Vielleicht geht es auch auf den da. Da sind wir mal hochgelaufen, da kann man aber auch eine relativ schöne Schotterstraße hochfahren. Sehen wir aber alles in den nächsten Tagen. Jetzt die übliche Mist, wenn euch das Video trotz des Platten und des Desasters gefallen hat, Daumen nach oben lassen. Link zu allen Sachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, ihr lustigen Knusperschlingel. Bis dahin, fahrt vorsichtig. Ciao.